Hallo, hier ist wieder der Mr. Ricci, hier der zweite Teil von meiner Super 8 Trilogie. Ein Filmbetrachter, was eigentlich nicht mehr funktioniert. Packen wir diese links aus. Eine Revue C40, was ich mit der gefilmt habe. Ja. Das war das erste Modell. Privatfilme ungeschnitten, müsste mal zusammengeschnitten werden. Liegen schon seit 82. Spulen. Ein alter Kodak-Film. Original verpackt noch. Also noch nicht herausgenommen. Und hier damals mein Schätzchen. War sehr teuer. Die Revue Sound Z80, das war schon eine professionelle Super 8 Kamera. Boah, diese Kamera. Habe aber nicht viel gedreht, wie ich die gekauft habe 1982. Hat sich das Super 8 Format schon wieder schön langsam verabschiedet. Dann ist VHS gekommen. Da sind wir halt alle auf VHS umgestiegen. Hier Filmrollen, Klebedings, Filmdings, Filmspulen durch die lange Lagerung, sie ist jetzt zusammengequetscht, es geht nicht mal mehr Film hinauf. Hab's einmal ausprobiert, aber schon lange her. Privatfilme, Fluid, gewisse Sachen halt, Titel zum Titel machen. Man das so eingesteckt hat. Produktion, ja, das habe ich damals alles gemacht. Naja, vergangene Zeiten, war ein schönes Hobby, sehr teuer. Sehr, sehr, sehr teuer. Da habe ich noch so zwei Filmprojektoren. Einer ist da, der Revue-Projektor. Den nehme ich jetzt nicht heraus. Ein Eumig. Der zweite Eumig. Lagern halt hier herum. Kaputt werden sie nicht. Vielleicht setze ich wieder mal das in Betrieb. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.